Ja, hallo, ich bin's, Aaron. Ja, letzte Woche haben mich einige von euch noch auf dem GreenTech Festival gesehen. Ja, und heute sind wir hier in Stuttgart bei der Battery Show. Und da geht es tatsächlich exklusive um die batterieelektrischen Fahrzeuge und alles, was man dazu braucht, um es aufzubauen. Ja, wir haben tatsächlich eine relativ interessante Konstellation. Ich will ein bisschen ausholen. Die EDAC hat drei Themenfeldern, um sowas anzugehen. Einmal ein Team, das nennt sich Innovation. Es beschäftigt sich mit allen Themen, die so 10 Jahre und weiter hinaus interessant werden könnten. Dann haben wir unsere Fachabteilung, unser Kompetenzcenter, zum Beispiel auch im Bereich EA. Die beschäftigen sich tatsächlich mit dem, was in den nächsten 5 Jahren da ist. Und dann haben wir natürlich die Linienkompetenz, Softwareentwicklung, CAE, alles Mögliche, um Produkte entwickeln zu können. Und die machen das tägliche Business. Wie tun wir das? Ja, wir haben zum Beispiel ein Projekt ins Laufen gebracht vor 3 Jahren. Wir nennen es CityBot, wo all sich diese unterschiedlichen Facetten eines elektrischen Fahrzeugs, was völlig autonom fährt, widerspiegeln. Und an diesem Projekt haben wir natürlich auch unsere Kompetenz gesteigert, erlernt und auch Leute ausgebildet. Und das setzen wir auch gerne fort, weil das der richtige Weg ist. Es ist wichtig, weil Nachhaltigkeit in aller Munde ist und die EDAC sich sehr, sehr stark mit der Nachhaltigkeit beschäftigt. Und wir haben eine Nachhaltigkeitsstrategie. Wir haben Kerngeschäfte und eines davon ist neben der Batterieentwicklung auch das Energiemanagement, was ein großer Punkt und ein großer Benefit für die Nachhaltigkeit ist. Auch wir von der Feinsinn, eine Marke der EDAC, sind natürlich hier heute vertreten mit dem Thema VR und AR in der Produktion. Speziell für das Thema Batterietraining haben wir uns eine Applikation ausgedacht, wo im Vorfeld die Mitarbeiter schon geschult werden können, virtuell ihre Batterie zu montieren oder auch zu demontieren. Das steigert im einen Fall die Qualität des Produkts, aber auch die Schnelligkeit in der Produktion. Für uns ist es daher ein interessantes Thema, dieses Themenfeld zu bedienen, vor allem, weil wir mit diesem Medium VR und AR den Trend der Zeit erkennen und diese auch in die Industrie weiterentwickeln können. Mein persönliches Highlight der Battery Show ist tatsächlich wieder mit den Menschen 1:1 in den Kontakt zu treten. Mit ihnen sprechen, ihre Beweggründe verstehen, warum sie auch wieder hier sind und vor allem auch herauszukitzeln, was die Anforderungen der zukünftigen Kunden bzw. der Geschäftspartner dann sind.